So, eigentlich wollte ich ja gerade weiter basteln, aber mir fallen gerade die zwei toten Leute da auf. Die sollten wir wohl doch erstmal wiederbeleben. So, du bist überladen. Mit lauter Krimskrams. Wie viel wiegen die Schätze eigentlich? Nicht viel. Der Sack auch nicht. Bomben können wir wieder zurück. 15 Kilo. Das kann er gar nicht tragen. Die Notiz kann rüber. Okay, die Schätze können auch zum Dieb. Auch wenn das eine gewagte Aktion ist, den Dieb die ganzen Schätze in die Hand zu drücken. So, 4 Kilo ist auch überladen. Na gut, egal, sind wir halt überladen. Wir wollen eh nur kurz zum blauen Kristall. Der ist ja nicht weit weg. Oh, die Fackel von dem toten Mann ist aus. Wird die kurz wieder rangezwirbelt. Und hoch da. Aber wir haben jetzt schon auf zwei oder drei Seiten Gegenstände reingeschoben. Ich hätte mal darauf achten sollen, ob da jetzt so eine Nachricht kam bei den Gegenständen, ob man das braucht oder nicht. Aber wir haben ja recht viele Gegenstände gefunden, wo drauf stand, das können wir absolut nicht gebrauchen. Bei manchen Gegenständen stand gar nichts drauf, also nur die Funktionsweise. Wie zum Beispiel diese eine Düse, wo die Flammen rauskommen sollen, und das eine Rohr. Und da gab es andere, wo auf jeden Fall definitiv drauf stand, wir brauchen es. Also dieses kleine Zahnrad zum Beispiel. So, dich klicken an. Und auf Ebene 10 sollte noch irgendein super mega wichtiges Secret sein. Das ist erstmal nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gefunden habe. Aber, na gut. Wird sich bestimmt noch jemand melden, ob ich es gefunden habe oder nicht. Torum könnte das super wichtige Secret sein. Das wäre auch ganz nett, den zu finden, aber ich will jetzt wissen, was es mit dem Portal hier auf sich hat. Und hier sind überall Fallgruben. Schön und gut. Wir wollen aber zur Maschine. Hier war noch nichts drin. Und wir haben nur den Infusor, wo nicht draufsteht, dass wir es direkt brauchen. Wir haben ein Rohr, wo auch nicht direkt dran steht, dass wir es brauchen. Und diese Düse. Okay, die drei Sachen deponiere ich jetzt mal hier auf dem Boden. So. Und dann gucken wir uns hier oben zu Ende um. Wir sind bisher einfach mal runtergesprungen. Weil die Notiz von Toro mal sagte, dass wir unten die Teile finden werden. Aber hier oben sind noch jede Menge abgeschlossene Türen. Wir haben noch keinen einzigen Schlüssel gefunden. Ist auch komisch. So, noch mehr Fallgruben. Und da ist noch eine Tür, da ist noch eine Tür. Und dann in der Mitte wird wahrscheinlich nichts sein. Aber der Vollständigkeit halber können wir da mal kurz hintappern. Oh, da ist noch ein Golem. Komm, put, 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 put. Es wäre immer interessant zu gucken, ob wir ihn in so eine Fallgrube reinlocken können. So, hier zum Beispiel. Sind nur noch hier hinbekommen. Genau, komm her. Hey, Golem. Hier sind wir. Ah, da ist die Fallgrube. Nee, geht nicht. Das wäre lustig gewesen. So, du wärst auch tot. Hier sind noch zwei Fallgruben. Ich habe den Verdacht, wenn wir da und da runterspringen, landen wir da und da. Warum geht's da noch weiter und wir waren da nicht? Springen wir mal da runter. Wir haben gerade ein Spinneblatt gemacht. Ach stimmt, da waren die ganzen Monster. Zauber aufladen. Zack. Noch ein Zauber und einen Trank trinken wir schon mal.
Krabbel, krabbel. Da sehe ich Spinnenbeine. Keine neuen versteckten Schalter und mehr Spinnenbeine. Also bisher haben wir echt nur diesen einen offensichtlichen Schalter, der so mittig ist. Der einfach nur eine andere Farbe hat. Aber so einen richtigen versteckten Schalter noch gar nicht. Krabbel, krabbel. Ist ja richtig verschnörkelt, die Ecke hier. Wahrscheinlich ganz am Ende von dem Ding liegt dann das letzte Teil, was wir brauchen. Das zum... Ha? Okay, Eisechsen-Steaks. Ich dachte, das wäre irgendein kleines Metallteil, aber... Oh. Das war eine Falle. Das Essen war ein Köder für die Krabben. Oder es war nur ein Zufall. So oder so war es nicht schlecht. Oh, hier ist nichts. Hier ist ein Einsturz. Und hier... Ah, ein blauer Kristall. Sehr schön. BK. Supplies. Das sind Ausrüstungsgegenstände. Oder Ressourcen oder was auch immer. Und hier braucht man auch goldene Schlüssel. Und wir haben keinen einzigen. Aber, hätte man von vornherein alle goldenen Schlüssel auch bewahrt, hätte man hier unten bestimmt ganz schicke Sachen finden können. Und wenn das hier Secrets dahinter sind, wie soll man denn alle Secrets bekommen? Also wenn hinter jeder von diesen Schatzkammertüren immer ein Secret ist. Also hier auf Ebene 13, auf Ebene wo auch immer wir nochmal welche davon hatten. Dann muss es ja möglich sein, alle goldenen Schlüssel zu bekommen. Na gut, sei es drum. Wir haben einen blauen Kristall. Das heißt, wir können uns ein wenig mehr auf Kamikaze gehen. Da sieht das irgendwie komisch aus. Achso, das ist wegen diesem Schrotthaufen, den wir nicht zerstören können und auch nicht wegschmelzen. Nö. Von der anderen Seite ist aber auch nichts. Ist egal. Das heißt, wir müssen jetzt darum. Eine Kiste mit einem Trank, ein bisschen Maulwurfsdörrfleisch und Fackeln. Und ja, nö, nicht wirklich wichtig. Aber da ist ein Knopf. Ich höre zwar nicht, dass er irgendwas gemacht hat. Aber wir gehen einfach mal den ganzen Weg nochmal. Bis zur Schatzkammer. Hier war das Fleisch. Hier ist die Schatzkammer. Nö, hat sich nichts getan. Ah, komisch. Ich mag solche Knöpfe nicht, wo man nicht sofort mitbekommt, was sie machen. Also ich will zumindest so ein leises Scheppern oder Knirschen oder was weiß ich in Entfernung hören, wenn ich einen Knopf drücke. Und ja, ich bin da verwöhnt. So. Jetzt haben wir wieder zurückgedrückt. Jetzt haben wir wieder aktiviert. Und da könnte gerade ein leichtes Schabgeräusch gewesen sein. Aber nö, hier geht's nicht weiter. Hier waren wir noch nicht. Hier ist aber auch nichts. Jetzt sind wir einmal durch. Na gut. Bist du eine spawnende Spinne oder noch ein Überbleibsel? So, so, so. Was haben wir hier? Da oben habe ich eine Notiz. Warum habe ich da Notiz hingeschrieben? Da ist der Teleporter raus. Da ist eine Krabbe. Und noch eine Spinne. Ja, ja, wir können alle schön reihum sterben. Müsst euch drängeln.
So, das Ding war nicht wichtig. Oh, goldener Schlüssel. Hm. Wollen wir gleich wieder zurücklaufen? Nee, erstmal gucken, warum ich da oben eine Notiz geschrieben habe. Nicht wegen dir, bestimmt nicht. Den Sack haben wir schon gecheckt, richtig? Richtig, da waren nur Fackeln drin. Hier liegt auch nichts rum. Nö. Nö, nö. Okay, und da habe ich was markiert. Ah, Knopf. Okay. Knopf. Und ich glaube, hier war auch ein Knopf. Und von beiden wissen wir nicht, was er macht. Aber wir haben beide eine ungerade Zahl mal gedrückt. Also den hier einmal, den anderen dreimal. Und der war nur für die Tür hier. Schreibe ich aber auch nochmal hin. Knopf. Du brachtest uns nach oben. Und hier oben können wir eigentlich mal testen, ob wir die Goldschlüssel auch hier reinstecken können. Nee, können wir nicht. Schade. Ich sehe da einen Sack auf dem Regal oder so. Hm. Na gut, dann springen wir nochmal in andere Löcher rein. Probieren wir diesmal den da aus. Hops. Hm, okay. Der kommt dahin. Du bist jetzt mal... Ne, wie hatten wir, glaube ich, schon? B. B, Ausgang. Okay, das heißt, wenn wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da und da runter springen, kommen wir da und da raus. Wenn wir da runter springen, kommen wir da raus. Also können wir die eigentlich auch schon abhaken. Was ist mit dem da? Kommen wir gefühlt irgendwo da raus. Also ja, ich denke, mit dem Runterspringen werden wir nicht mehr weiterkommen. Also nicht an irgendein Gebiet rankommen, wo wir nicht schon vorher waren. Aber den da will ich noch testen. Der ist so schön einsam. Ah, oh, der ist auf dem Boden. Kettenhandschuhe. Stimmt, die hatten wir schon mal. Also wenn wir hier runterspringen, kommen wir da raus. Bringt uns nichts. Drei weiter, das heißt die drei Felder, hier sind die drei Felder. Und da kommen wir raus, wenn wir da runterspringen. Gut, alle Fallgruben abgedeckt. Wir haben jetzt oben drei Türen, die wir alle nicht öffnen können. Und wir haben hier unten die Schatzkammer, wo wir aber nur einen Goldschlüssel haben. Das heißt, wir gucken uns mal in der Schatzkammer um, ob da vielleicht in der Schatzkammer irgendwo ein normaler Schlüssel ist. Denn Schätze brauchen wir nicht unbedingt. Ich denke mal, das Spiel werden wir auch durchspielen können mit dem jetzigen Equipment. Was wir brauchen, sind Eisenschlüssel, um hier oben weiterzukommen. Auch wenn wir an die eigentlich so oder so rankommen müssten. Denn wenn wir alle unsere Goldschlüssel verschwendet hätten, könnten wir das Spiel nicht beenden. Also wäre es ein Gamebreaker. Und davon sollte es eigentlich keine geben. Also gucken wir mal. Hier drin ist ein Schwert und ein paar Bomben. Wir haben keinen Schwertkämpfer, also ist egal. Hier drin haben wir ein Plattenset. Sogar ein komplettes Plattenset. Handschuhe, Helm, Schuhe, Brustpanzer. Keine Hose. Aber unser Krieger hat eigentlich schon ein komplettes Plattenset. Das Einzige, was ihm fehlt, ist der Wailer Helm. Und hier haben wir zwei Säcke und zwei Fackeln. Was jetzt irgendwie nicht so super klingt. Also einfach nur Proviant sozusagen. Nirgendwo liegt ein Schlüssel, weil die funkeln ja auch immer so toll. Das können wir uns nächste Folge entscheiden. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Und in der nächsten Folge entscheiden wir uns, wo wir den Goldschlüssel reinstecken. So, speichern. LP 090. Und bis gleich.